schönen guten Morgen, wenn man das um die Zeit überhaupt schon wirklich so nennen kann. In den letzten 2 Wochen meines Weihnachtsurlaubs bin ich um so eine Zeit oftmals noch gar nicht ins Bett gegangen. Heute wird um 3:30 losgefahren. Ich hole jetzt den Arti ab und dann geht's nach Frankfurt. Diese ganze Reisegeschichte ist nicht hundertprozentig optimal verlaufen. Wir hatten ursprünglich einen Flug gebucht von Nürnberg aus nach Teneriffa. Blöderweise genau 2 Tage vor der Insolvenz von Niki Air, bei denen wir auch gebucht hatten, woraufhin wir dann einen Alternativflug organisieren mussten, und der ist jetzt eben leider nicht mehr von Nürnberg und leider nicht mehr morgens um 10, sondern in Frankfurt, und zwar morgens um 6. Los geht's. So, kleiner Frühstücksbreak. So, mittlerweile sind wir angekommen an unserem Parkplatz, warten jetzt noch kurz auf den Shuttlebus und dann geht's gar zum Flughafen. So, wir sind nun seit 1,5 Stunden, nee, nicht ganz, aber seit über 1 Stunde in Teneriffa und haben es mittlerweile geschafft, nach 1/4 Stunde Wartezeit und einem wunderschönen Gespräch mit einer Mitarbeiterin, unser Auto zu holen. Ausgezeichnet. Teneriffa. So, gut eine Stunde verspätet sind wir nun in unserer wunderschönen kleinen Ferienwohnung. Wenn ich sage klein, dann meine ich gar nicht mal so klein. Wir haben hier ein Wohnzimmer, einen Arti, der wird nicht immer mitgeliefert, aber manchmal muss man damit leben. Dann haben wir hier die Küche und hier nach hinten insgesamt 3 Schlafzimmer und ein Bad. Und eine Terrasse. Und was für eine Terrasse? Und eine Terrasse. Die sieht dann links wieder. So aus. Das ist alles schön und gut. Eine Sache gibt es hier aber leider nicht und das ist was zu essen und ich habe Hunger. Deswegen geht es jetzt wieder hinab ins Tal. We'll be right back.
Camino, ando en la oscuridad, quitándome la ropa, con los labios cómeme, con la boca. Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir, a ver si te atreves a venir aquí. Atreves a venir aquí. Ganz schön windig hier wieder am Meer. Wir haben jetzt eine Kleinigkeit Mittag gegessen, wobei Mittagessen ein relativer Begriff ist um 15.30 Uhr. Und werden jetzt mal wieder zurück in die Berge fahren. Leider ist hier vorne so ein dämlicher Leuchtturm mit Radarglocke dran, was dafür sorgt, dass meine Mavic sagt, hier will ich nicht. Aber da hinten haben wir schon ein bisschen was gefilmt. Mal schauen, wie das dann alles aussieht.